Alright, ich mach kurz AI-Donations an. Robin, musst du irgendwas anmachen dafür? Nee, ne? Aber es ist Ausnahme. Wir machen die nicht 24/7 an, ihr Esel, okay? Alright, let's get it. Ja, hat funktioniert. Cheers. Okay, nice. Unser heutiger Sponsor zeigt euch kostengünstig, wie ihr es schafft, Kriegsverbrechen im Nahen Osten zu vertuschen. Ah ja, gut. NordVPN. Cheers. In diesem Video decken wir auf, wie Basti GHG systematisch sozial schwache Kinder ausnutzt, um seine Videos zu schneiden. Ja, Bruder, schön die 40 Stunden Rohdatei, Alter. Der arme Mann. Ein unfassbar gut aussehender Mann stellte sich also heraus als ein schlechter Streamer mit schlechtem Gameplay, der sich als Ziel setzte, jeden einzelnen Chatter das Geld mit Hilfe von AI-Donus zu entwenden. Cheers. Chat, ich will euch nicht das Geld entwenden. Ihr wollt euch selber das Geld entwenden. Ihr wollt, dass ich das anmache, nicht ich. Ich bin ein Volk, ein Mann des Volkes. Das steht ein bisschen rechts, aber, you know? Live ohne Backup. Weibliche Häfner, deine neue und deine Ex liegen auf mir Doppeldecker. Ah. Sagt jemand mal Kevin, dass er aussieht wie ein Penner. Ah. Ey, kranke Line, Bro, kranke Line. Bro, er heilt sich so viel, wenn er Damage macht. Ich bin die Oma und ich jetzt auch mal in die AI-Donation. Oder haben wir jetzt eine Oma-Stimme? Bro, WTF, Bruder, ich habe gerade halbe Leben verloren wegen der Oma. Kevin, tu nicht so, als ob wir beste Freunde sind. Nenn dich Nuttensohn, auch wenn hier ein paar Leute sind. So viel Augen auf Kevin seit der goldenen Aweil. Das Leben, das er lebt, unsere Träume sind. Bruder, was zum Fick sind diese Texte, Digga? Moin Leute, der heutige Gast in der Corner ist mein guter Freund Saddam Hussein. Schwierig. Hi, oh meine Gott. Geile Metalplatte, ich bin's. Deine AC-130. Leck mir meine rostigen Flügelwund. Danach schlabber ich dir deinen vollgesafteten Kerosinstachel leer. Oh, geil. Hört auf, diese verfickte Stimme zu nutzen. Moin Leute, Mike hier. Ich freue mich, hier zu sein, ist eines der seltenen Male, wo ich vor mehr als 100 Zuschauern sprechen kann. Was die Alte mal wieder gekocht hat, das schmeckte scheiße. In der Zeit hätte die lieber mein Dübel geleckt. Based. Bro. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich alles mit Dilara anstellen würde. Hey. Bruder, dieses Hey war helle goofy, Bro. No joke. Das hat sich auch null nach Stegi eingehört, einfach. Geh mir weg mit diesem Internet-Gaming-Scheiß. Bruder, diese Omi-Stimme, Bruder. Hey, Kevin Andreas Teller, jetzt hör doch mal auf, dieses Spiel zu spielen und konzentrier dich auf mich. Nein, Videospiele gehen vor, weil Liebe vergeht. Aber wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe, das bleibt. Der Erfolg bleibt. Videospiele over bitches. Der Kampf mit dem Vieh erinnert mich an das Videomaterial, das ich von dir bekomme. Und ich muss daraus irgendwie lustigen Content machen. Bro, shut up. Diese verdammten Spiele heutzutage. Früher war alles viel besser, nur zwei Knöpfe und gut war's. Kein Schnickschnack. Das war, was ein Intelligenzallergiker gebraucht hat. Piss, pss, pss. Heute bin ich wieder bei Kaufland. Bau, bau, Kaufland. Hier wird alles gesprengt. Gleich B. Wow, wow. C4 im Hintereingang. Wow. Kaufland. Ich weiß noch, damals auf Icke auf den Atari-Knüppel gehämmert habe, wenn der Flimmerkasten mal nicht angezeigt hat, was Icke wollt. Oh ja, die alten Zeiten, war damals noch auf NES. Heute 3D, Schnickschnack, die Jugend von heute. Reizüberflutung. Hey Robin, wir brauchen noch die Stimme von Jules. Wir brauchen noch die Stimme von Jules. Oh ja, die wäre echt schon nice. Schon. Hey du Noob, was kannst du eigentlich? Zu meiner Zeit hätte ich das Easy First Try geschafft. Oh ja. Damals. Ungelogen, pass auf, ich komme ja aus dem Kampfsport. Ich bin ja großer Bruce Lee-Fan und dann bumse ich sie so, Digga. Und pass auf, warum jetzt Bruce Lee, Digga? Weil sie hatte ja so eine Kurzhaarfrisur. Und ich dachte, ich hab Bruce Lee gebumst. Oh Mann, ey. Nicht die Flying Uwe Story. Mann, pass auf, warum jetzt Bruce Lee, Digga? Hi, ich bin GigaChad und ich bin jetzt auch dabei. Mach dich gefasst, Bauarbeiter Wilbo. Bruder, what the fuck, wer ist er? Dieses Vieh kriegt gleich meine Spachtelmasse zu fressen und ich kleb seine Augen zu mit Kreuzschrauben. Digga, what the fuck. Hey Kevin, wollte dir nur noch mal sagen, dass es mir leid tut, dass ich deinen Lümmel während des Schlafens in Kanada angefasst und geleckt habe. Ah, nicht schlimm, nicht schlimm. Oh mein Gott, diese Bastardzunge, Alter. Wie geil die aussieht mit dieser Frisur. Ich hab diese Frisur geliebt, Digga. So ein Mistvieh, Alter, echt, guck mal. Auf hübsch, auf süß, auf mein Milch, Junge, auf mitten im Drop, Bro, warum die doch echt im Drop? Hey Papa, kann ich bei dir und Mashallah mal beim Sex zugucken? Brauche auch keinen Stuhl. Würde mit meinem Klettergurt einfach während dem Akt an der Wand klettern. Danke, Revi, für die Dono. Bruder, ey, checkt ihr das Revinzeit, ja? Der Revinzeit.
einfach ein Kack ist und in der Ecke sitzt und wichst? Als sie da auf Ibiza waren, hat er einfach in der Ecke gewichst. Boah. Liegt an der Wohnung, Kevilinchen. Hol dir eine neue, mein Zuckermäulchen. Boah, ich wünschte. Steck noch ein paar Geräte an die Leiste und ich knack die 1000 Viewer. Schnauze, Zabex, ich hab die Viewer mehr verdient. Gib noch ein paar Leuten Red Bull-Verbot und du tauchst ab mit Commander Krieger. Was zum Fick in meine Ohren gerade. Ey, gibt's hier auch sowas, wo dann, also bei Elden Ring und so gibt's doch immer diese Dinger, die dann die Heiltränke stärker machen. Gibt es das hier auch? So ein Mistvieh, Alter. Gibt es das hier auch? Guck mal. Auf hübsch, auf süß, auf milf, auf reinknallen, die Ding da jetzt. Geil. Mann, ey, wir bräuchten Flying Uwe als Stimme, Mann. Ich muss Uwe fragen, ob es hier ein Fein ist. Uwe als Stimme wäre so geil. Kevilinchen, ist alles gut bei dir? Ich habe von dir wohl eine SMS rübergefaxt bekommen, in der du irgendwas schreibst, dass du ganz dringend Geld brauchst. Soll ich dir das jetzt direkt an dein Sparbuch geben? Ja, ja. Bruder, das ist so asozial. Das muss der asozialste Scam sein, den es gibt, Bruder. So, weißt du, so Leute robben einfach so Omis und Opis, Digga. So abfuck, Alter. Hey, Papalatte, ich hab mir so die Euter geplündert in der Ecke auf dich. Nicht schlimm, nicht schlimm, Revi. Irgendwie will ich Loki wirklich mal mit Revi auf so eine Fetischparty gehen, weil er kennt da halt alles und so und weiß, wo man hingeht. Aber irgendwie will ich jetzt auch nicht sehen, wie Revi da rumfickt. Also, ich glaube, ich muss warten, bis wir nach Hamburg ziehen oder nach Berlin oder so. In der Disse gestern. Hab nur too much gesplippt und musste straight rebooten. Voll flashig krank. Ich hab 5 Flatrate. Alkopop, Pitcher, Wackedowned, beim Bouncen ging's mir dann krass vor. Ey, guck mal, wir lachen alle über diese Omi-Stimme, aber ich die Frage sollte eher sein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Woher hat Robin deswegen diese Stimme? Habe ich mir 28.000 mal Gomme Premium gekauft, um die Schmerzen zu lindern. Warum hat Robin eine 3-Minuten Audio von einer Oma? Keine Auskunft. Okay, das willst du nicht wissen. Okay. Hilfe, Kevi. So ein Streaminghaus. Hier sind 2 Leute. Die wollen unbedingt in meine Wohnung. Die haben eben schon von außen ganz schön viele Fotos gemacht. Soll ich die reinlassen? Ja, ja. Die meinen, dass sie bei dieser Firma von dieser Lena arbeiten. Ja, ja, die arbeiten bei dieser Firma von dieser Lena. Oh ja, lass rein. Ey, Kevin, ich wollte mal fragen, gibt's in dem Spiel einen Säureangriff? Ja. Und kann man mit dem Säureangriff Frauen angriffen? Wäre cool zu wissen. Muss jetzt meinen Döner holen, die Dono geht schon zu lange. Bro, Robin, hast du dieses mit eingefügt? Müll, während du 100 Milliarden auf Gomme HD verdienen könntest. Was ein Drecks-NPC. Ja, oder? Das macht die KI. Nein, du capst. Bro, das ist too real gerade. Doch, for real? Auf Ernst, das macht die... Das hat die KI eingebaut und du laberst. Das ist gruselig, Digga. Bro, das war zu accurate gerade. Das war zu sehr Hugo gerade. Ich hab das Gefühl, wenn du den das Boss so jetzt für, First Try machst, bekommst du dicke Belohnung. Weil aufgegeben ist was für Verlierer. Weil stell dir vor, du machst eine Nicht-Essen-Challenge und hörst nach 5 Tagen auf, das ist Bro, ja nicht. Imagine! Okay. Die Quantenphysik untersucht die fundamentale Wechselwirkung von Teilchen auf subatomarem Niveau unter Berücksichtigung des Wellenteilchen-Dualismus. Wobei die Einheitlichkeit des Universums durch superpositionierte Zustände moduliert wird. Lol. Bro, das Zeug war so schlau, dass die KI nicht solche Ass eingebaut hat bei Hugo. Weil Hugo sowas Schlaues noch nie gesagt hat und es gab nichts, woran sich die KI quasi so mäßig orientieren konnte. Die wusste gar nicht, Digga, sowas hat er noch nie gesagt, was mache ich? Ja gut, spreche ich jetzt einfach normal aus. Wollte mir gerade vor dem Döner kaufen noch. Schnell einen saugen und jetzt hängt mein Ding im Staubsauger fest. Bruder, hilf mir bitte. Ja, das war wieder zu nah an Hugo selber dran, ne? Auch vom Inhalt her. Na, mein großer Sonnenschein. Magst du Mascha mal weiterleiten, dass ich sie gerne zu meiner Tupper-Party einladen möchte? Wenn sie mag, kann sie danach auch in Opa Heinrichs altem Bastelzimmer übernachten. Dankeschön und grüß Mascha, Kevilinchen. Handy. Sag dir alles nach, ja, okay, kaufen, easy. Sagst du K. Ich kauf Leiter. Ich Leiter. Ich kauf Mehl. Ich kann Mehl. Jakob ist mal zu. Na gut, Leute, es ist raus. Der Grund, warum ich mit dem Streamen aufgehört habe, ist, dass ich lieber meinen fetten Arsch im Bett lasse, meine 4 cm 8-mal am Tag abmelke und rum erzähle, dass ich der übelste Football-Pro bin. Bro, der Anfang war so nah Henker, Digga. Da war so ein Ausatmer oder sowas. Alter, der war crazy, Henke, gerade. Boah, das ist ja übelst der Broken Spot. Ah! Fuck.
Ich hab mir den Zeh gestoßen. Warum war das so laut? Dieser verfickte Dreckschrank von Opa Heinrich im Flur. Aua! Oh. Bruder, ich hab das nicht. Das habt ihr alles gehört? Das war nicht für eure Kinderöhrchen gedacht. Nehmt euch doch ein Eis und verratet es nicht Mama und Papa. Die Obi-Stimme war ein richtig guter Ed Robin. Die ist stark. Kevin, bitte nicht so dolle. Oh, Kevin. Chad, what the fuck, Alter. Junge, ich will dir ja nicht auf den Schlips treten. Aber sogar mein 6-jähriger Enkel Moritz würde dich in dem Spiel sowas von abziehen. Liebe Grüße aus dem schönen Keppeshausen. Denkt immer dran, Kinder, eine genagelte Schraube hält immer noch besser als ein geschraubter Nagel. Ich hasse diese Community so sehr, ne? Vor allen Dingen mein Enkel Moritz. Ich finde, so ein Enkel würde auch Moritz heißen einfach. Ich finde, der Name war so gut gepickt einfach. No joke. Testen wir jetzt mit allen Stimmen das A aus. Das war Mike. Aha. Stark, stark. Ey, meint ihr, wir brauchen diese Items? Ich weiß nicht, auf die Items kann ich eigentlich scheißen. War nur ein Test. Okay, alles klar. Hey Kevin, 1000? Wo soll ich die 10 Kilo Banana Frosting Haze hinbringen, die ich für dich im Darknet bestellen sollte? Oh mein Gott, da war diese Zabex-Lache gerade. Habt ihr gehört? Das war diese Zabex-Lache da, die da gerade mit eingebaut wurde von der KI. Bro, what the fuck, Bruder? Der Shit ist zu fortschrittlich. Jetzt erstmal die 6 cm Leberkäse-Tulle reinpressen und anschließend einen über den Pisser reißen. Bro, dadurch, dass wir jetzt die letzten 2 Tage wieder AI-Donations anhalten, wird Robins Twitter-DMs wieder gesprengt werden von dem einen oder anderen Streamer, der es auch haben will. Ich sehe schon, komm. Robin, das tut mir leid. Von A, ja, und von N. Check mal WhatsApp. Ah, okay. Craigsby hat Jules angeschrieben, ob es für ihn fein ist, wenn wir seine Stimme nehmen. Er macht sich Sorgen, ob es bei ihm geil wäre, weil er ja nicht so bekannt ist in der Streamer-Bubble. Und also er denkt einfach, dass seine Stimme nicht so cool wäre. Aber seine Stimme wäre doch mega geil. Bruder, ich glaube, Jules ist sich nicht so ganz bewusst, wie sehr er bekannt ist gerade, glaube ich. Mann, Bruder, die Donation war so gut. Boah, ein Tit war so ein Körper und darauf erstmal absaften aller Bub, Bub. Mein Name ist Richard Rimjob und ich bin ein Unternehmer. Ich habe meine Eichel genutzt, um den Boden im Netto zu wischen. Auha, auha. Ist das aus irgendeinem Video oder was ist das? Ich kenne das nicht. Diese Omi-Stimme, Bro, wirklich. Wie bist du da drauf gekommen, Robin? Genial, wirklich. Eine Omi hat's gebraucht, Digga, sag ich ehrlich. Die ist perfekt. Das Leben, wie ein Gedicht so weise, verbirgt in seinen Zeilen so manche Reise. In jeder Strophe, jeder Zeile steckt eine Lektion, eine Perle, so feine. In stürmischen Versen und Sonnenschein finden wir Weisheit, groß und klein, durch Höhen und Tief. Wunderschön gesagt. Gefällt dir das? Bro, du musst die Kevin-Stimme nochmal vom YouTube-Kevin einsprechen lassen. Das jetzt ist viel zu tief. 1 Minute 30, geht. Die Seegurken, auch Seewalzen oder Holothurien genannt, sind eine Klasse im Stamm der Eichelhäuter. Haben wir genug, Bro? Wir haben noch genug, oder? Wir haben noch genug, Bro. Es ist doch schon lange genug. Ach du Scheiße, war ihre Pussy ausgeleiert. Ich hab gedacht, King Kong und alle meine Bras hier hätten ihren Geburtstag in ihrer Fotze gefeiert. Liebelein, ich finde es echt nicht witzig, dass du wieder meine Zähne in Opas Hintern versteckt hast. Das macht seine Hämorrhoiden nicht besser. Bruder. Hallo, Gregsby und Lachskaus. Hier ist eure Marmeladenoma. Würdet ihr mit mir einen Dreier haben wollen? Würde eure Eier ordentlich abgießen lassen? Warte auf eine Antwort von euch. Bruder, diese Oma, die das eingesprochen hat, tut mir leid, Bruder. Jo, Tag, Lattensäppel, wat geht? Komm grad von einem Maloche und hab mir schön den Helm lackiert, oder wat? Jetzt kann ich mir das Rotz hier geben, kann. Jo, jo, hör mir auf. Kevilein, vom Daddeln an der Kiste bekommst du viereckige Augen. Geh doch mal lieber mit dem Nachbarskind Schach spielen. Bruder, warum sagt ihr alle Kevilein? Du Oma, Papa, Platte, sag mal, wie ist denn der Kevin so drupp? Furchtbar. Immer so viele Floskeln auf Englisch. Zum Beispiel Goofy, yo, Chat. Was geht, Poggers?
Mensch, die Jugend, immer mit ihrer Internetsprache. Bruder, wirklich, ne? Die Oma ist genäht. Die ist wörtlich genäht. Hat dieser Typ gerade ernsthaft meine Dono geskippt? Ich glaube, er weiß nicht, dass ich die Kronjuwelen der Queen auf eBay-Kleinanzeigen vertickt habe, um mir Lifetime Gomme Premium zu gönnen. Geht jetzt auf imakeyousexy.com, clap clap, aha. Die Simli-Stimme mit ist so geil. Mit glatten Pobacken kommen. Deine Muskeln besser zur Geltung und du kannst im Freibad schneller rutschen. Bro, die Simpli-Stimme hört sich wirklich an, als wäre die echt. Als ich im Doppel-G deinen Opa im Club aufgerissen habe, war überfresh der Mann. Hat mir die Pfannen vom Dach gehauen. Bin froh, dass ich deine Mama nicht geschluckt habe. Kuss, Habibi. Bruder. Jo, Leute, was geht? Stimmt alle für Goofy ab bei dem Jugendwort 2023? Oh, big, ja. Warte, wir sind in der Top 3. Hey, es darf Omi, nicht auf Lock gewinnen. Kleine, schrumpelige Pummelfee. Ich möchte gerne mal meinen kleinen, strammen Dübel zwischen deinen Lederfalten konservieren. Habe auch schon Erfahrung mit Philos Oma. Würde mich über eine positive Rückmeldung freuen. Kuss, Kuss. Fucking Hallo, mein Sam. Kleiner Papa Palette. Vielen Dank für dein Glas Pullermanns, Arne. Das habe ich mir heute Morgen mit Opa Heinrich schmecken lassen. Gibt es davon auch noch andere Geschmacksrichtungen? Pullermannsahne, Digga. Jungs. Wer, Bro, es ist auch so eine Dynamik, die ich in dieser Community nicht verstehe, Digga. Irgendwer also hat einfach Opa Heinrich erfunden. Auf einmal ist es jetzt einfach Opa Heinrich. Hallo, Kevilein. Dein Freund Felix nennt mich die ganze Zeit Lederratte und sagt, er möchte mich in meine Löcher benutzen. Oder so. Hihihihi. Das ist die MEE für Pferd. Wirklich, was zum Fick. Kann diese verfickte Oma mal ihre Fresse halten? Ich hab mir gerade in die Hose gekackt. Oh, Hilfe, Kevilinchen. Dieser Obin hält mich in seinem Keller gefangen und lässt mich jedes einzelne Wort des Dudens einmal aussprechen, damit das für diese Sprachspenden in deinem Internet-Ding funktioniert. Rette mich. Robin, what the fuck? Kevin, ich bin total traurig. Checkst du? Ich glaube, Revi bumst die Lara in Südfrankreich. Und ich zock hier mit Hugo Minecraft. Life is bad. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt. Ich hab Bon Aqua bestellt und Adello kommt an. Was ist das für eine Schweinerei? Ah, fuck. Okay, ich glaube, das war nochmal so 20, Junge, 30 der Ich hoffe, du wirst deine Fleischpeitsche so schwingen lassen in der Jugend, wie Opi es gemacht hat. Heute habe ich auf dem Bau mit meinem Zuckerguss die Außenwand mit Ziegelsteine zusammengekleistert Tee und wird morgen wind- und wetterfest sein. Naja, jetzt ist Feierabend und mit einem kühlen Bier fühlt es sich schon fast wie Urlaub an. Mahlzeit. Alter, warum war das geil, Mahlzeit so kräftig? Wenn diese Oma noch einmal ihr scheiß Maul aufmacht, dann entfaltet sich die Nougat-Schleuse aber mal so anders. Halt mal selber deine Fresse, ja, Kelp. Wie wer ich bin? Der durch die Scheibe Boxer, ich komm zu D-Jugendspielen, schmeiß mit Bierbänke. Et geht dich ja nicht an, ob ich bei dir im Garten wohne, ich steh um 7 Uhr auf, werfe ein Handtuch auf deine Olle und je nochmal. Das ist so richtig, Alter. Kaufland in Kaufland, hier Pegel, Pegel, Pego, Kaufland hier, PSC, Gölle, Pünd, unendlich Pfanddosen hier, PAU, PA, Pfandflaschen, ich klau gleich alles hier, alles Pego, Pego, P, hier wird alles geklaut, gleich AP, nu, PAU, PAU, POP, hier geht gleich Ausgang. Wir waren bei Hi, ich bin Julius und neu hier. Ich glaube, ich weiß noch nicht, was ich dazu gestimmt habe. Ja, sag. Was hat 187 Zähne und bewacht einen Monster richtig meinen Reißverschluss? Was reimt sich auf Porsche mit Panoramadach? Haha, hier sitzt gleich deine Freundin nackt. Mein Beitrag zum Klimaschutz, Glas vom Alkohol trennen und Frauen von Flaschen. Um morgens meinen Mundraum zu desinfizieren, spüle ich meinen Mund mit einer 0,5er Pfeffi in die Tropen des ostdeutschen Morgengut. Mit einem Faxe und mit Jägermeister befüllten Flachmann kloppe ich danach um 7 die Baustelle klein und kaputt. Junge Kevin, du solltest eigentlich der Streamer sein. Momentan bist du auch nur ein Viewer. Ja, nimm dir schwöre. Die Kontrolle über deinen Stream ich zurück. Schwöre. Sei ein Mann. Geh nicht zum Arzt. Hinterzieh Steuern. Bohr ein Loch. Meine Olle hat mir gestern statt Schmelzkäse einen ekligen Frischkäseruf gemacht. Hab die Alte dann so weggebügelt im Bett. Mann, wie soll ich Ofenbau gehen ohne meinen Schmelzi? Haha, die Alte. Gestern wieder fett den Enkel abgemeldet. Oder die Menschen sind so dumm, Alter. Ohne ich habe letztens eine neue Platte von Opa Heinrich geschenkt bekommen, mein Kevilin.
Da singen die was wie How can I be homophobic? My bitch is gay. Richtig fetzige Platte. Bruder, Alter. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Bei diesem Skill bekommt ihr halbe Bibel, ganzer Hurensohn, eine ganz andere Bedeutung. Hi, ich bin ja das Kind Willi. Muss dir vorstellen, dass mir Wilbo gerade eine 2-Minuten-Audio in Kindstimme geschickt hat? Warte mal, wer ist das? Wer ist das? Das ist Wilbo, nein, Lava. Ich liebe es, wenn du mit deiner Eselsmaske und deinem geilen, kurzen, roten Kleid mit deinem Schwert richtig tief reinstichst. Da spritzt alles aus mir raus. Hier hast du ein bisschen Cola, aber sag es nicht Mami und Papi. Und hier dieser Code für deine V-Bucks, für deine coolen 90s. Jetzt habe ich Cola und Fortnite. Jetzt kann ich die ganze Nacht wach bleiben und Fortnite spielen. Jippie! Ey Leute, Venny hier. Guckt mal alle The Blacklist. Das ist die beste Serie, die es jemals gab. Und alle, die was anderes sagen, sind lost. Es gibt auch Füße in der Serie und ich weiß, in welcher Folge die alle sind. Bin heute Morgen vom Gerüst geflogen. Glaubst nicht, wie das gebrezelt hat. Peng. Da lag ich. Hab danach erstmal ne plumpe Gesicht. Wann spielst du endlich Lucky Blocks mit Chaos Flow und Twimax? Ich liebe Twimax Videos. Das Geld hier ist mein halbes Taschengeld für den Monat. Den Rest habe ich für Clash of Clans ausgegeben, so wie Twimax es wollte. Oder ein Rollen im richtigen Zeitpunkt. Bruder, ich kann Käse nicht mehr hören. Jeden Tag Käsewerk, danach zu Hause meine alte Machtkäsepizza. Dann will ich rauchen, aber es gibt nur noch 11 Bar Käsegeschmack. Dann will ich ein Bier-Sistchen, aber Käse auf Etikett. Er wurde wieder kurz Holländer. Er wurde wieder kurz Holländer. Classic. Das glaubst du mir nicht. Da kommt der Azubi zu mir und meint, er muss frei nehmen. Er müsse zum Friseur, um sich einen Edgar Double Kickflip Tape Fadeaway Gangnam Style mit hydrodynamischen Steuer- und Backboard-Aufsätzen schneiden zu lassen. Zisch, Bevo, Papa, Platte, Bevo. Sag mal, Großer, warum so wenig Viewer, Großer? Illegelle auf die 1, Bevo, Vita, warte für immer, Bevo. Monte, kommt auch mal was anderes außer Fortnite? Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Dann kriege ich endlich Geld, um mir FIFA-Bags zu kaufen. Wie die ganzen YouTubers, die sind so cool. Du willst mir sagen, das hier ist die gleiche Stimme wie... Das hier, Bibio, das kann ja gar nicht. Da brauche ich erstmal ein kühles Vita-Warte zum Runterkommen. Und ich ein kühles Blondes. Das hier ist die Originaldatei von Wilbo, Digga. Hallo, ich liebe Fortnite. Fortnite ist mein Lieblingsspiel. Juhu, Trimax. Trimax, ich liebe dich, Trimax. Woohoo. Ja, Mann, heute ist ein wunderschöner Tag. Ich starte den Tag mit Fortnite. Ich liebe Fortnite, ich liebe Trimax. Darf ich noch ein bisschen Clash Royale am iPad spielen? Ich möchte mal bitte dein iPad. Hast du ein iPhone mit einem Subway-Surfer für mich? Ich würde gerne Subway-Surfer auf deinem iPhone spielen. Ich liebe sowas. iPhones, iPads. Bilbo, wie wär's, wenn du die gottverfickten Videos schneidest, Digga? Kein Wunder, dass die nicht fertig werden. Subway-Surfer, ich liebe das alles. Juhu, ich freue mich richtig schon auf die neuen TikTok-Reactions von Chef Strobel. Schenkt dir, dass ich dem Typen jeden Monat einen richtig hohen vierstelligen Betrag überweisen muss, damit er meine Videos schneidet, der Bastard. Das hat noch nie ein 13-Jähriger gesagt, heilige Scheiße. Darf ich heute Lucky Blocks bei Chaos Flow gucken? Ich würde sehr gerne Lucky Blocks schauen bei Chaos Flow. Ich liebe Lucky Blocks, ich liebe Chaos Flow. Das ist alles so cool, Mann. Ah, ja, Mann, du. Ich freue mich richtig. Ich bin so hippelig, ich kann mich gar nicht mehr richtig zusammenhalten. Digga, wie lange es auch geht einfach. Robin, wenn du dich jetzt handelst, ich werde dich aus dem Leben nehmen, Mann. Ich kann nicht mehr. Mein Leben geht den Bach runter. Hilfe. Ich höre nicht auf. Aber wie lange das auch ist, ich weiß gar nicht, wie viele Aufnahmen soll ich denn noch davon machen. Es dauert 3 Jahre, dann bin ich erst fertig mit Zabex und dem Fuchs und dem Xylophon und dem Yeti. Und erstmal die ganzen... Digga, was labert er? Wörter sagen, die man vielleicht sagen müsste, wenn man halt was sagt, wenn man redet. Weil sind ja so viele verschiedene Wörter, die man sagen muss. Und meine Stimme tut langsam weh, weil es richtig echt ist. Echt. Mein Herz, meine Stimme. Digga. Ich wünsche, du hättest es mir nicht geschehen, Robin. Papa, darf ich noch ein bisschen länger wach bleiben, um ein wenig Fortnite zu spielen? Bitte. Schnauze, Lukas, ich habe es dir gesagt, ab in die Fressluke mit dir und gut ist. Ich römer mir noch ein kühles Blondes hinter der Rüstung war. Ich hasse diesen Channel wirklich. Können wir nicht eine normale Community sein, wie so Gronkh oder so? Das wirst du mir nicht glauben, aber als ich heute Morgen auf dem Weg zum Bau war, haben sich doch da so ein paar von der letzten Degeneration auf der Straße festgeleimt. Hab denen dann ein Foto von meiner alten gezeigt. Sind dann freiwillig aufgestanden.
Also wir ich habe den Account gekauft von eBay und ich weiß, dass du Gerold Steiner bist in Fortnite. Deswegen habe ich mir gedacht, weil du in meiner Freundesliste bist, trete ich dir bei. Ich habe den für 150 Euro gekauft, ich schwöre. Dream Own. Was viele nicht wissen ist, dass VitaWate ein Vitaminwasser ist und eine Alternative zu Wasser sein soll. Deshalb kein Eistee erwarten, was, denn auch mal die Masse aufklären. So eine Krawatte großer Eligella auf die 1, Bero. Dicker, was eine Scheiße. Was ist eigentlich mit RDR 2 oder mit GTA 5? Von GTA 5 wird mein Leben bestimmt. Ich zocke und zocke immer weiter. Von GTA 5 wird mein Leben bestimmt. Das ist meine Droge. Ich werde davon high, Mann. Den Bossfight habe ich noch nie gesehen. Dann halt so eine Fresse. Moin wie Safran mit Z oder wat mal wieder ganzen Stream an einem Boss festhängen und auf 1 Uhr warten und aufgehen. Alter Lachs, mega Content. So, shut the fuck up, der ist halt nicht easy, was soll ich machen? Ich muss ihn halt schaffen. So, Herr Schmock, dann noch einmal hier unterschreiben, dann ist die Industriefritteuse ihre. Papa, was panieren wir denn heute? Papa, wofür das Paniermehl in der Badewanne? Papa? Jason, Digga. Jason panieren. Panier Jason, Digga. Ultramus Jungs, von Adidas, meiner Mutter hat mir wieder erlaubt, Cola zu trinken. Leider hatte ich nicht genug Geld und konnte mir nur eine Jahr Cola kaufen. Aber jetzt kann ich Cola trinken und Trios zocken. Yippie! Ich hab mir heute Morgen Uffe Maloche ordentlich ins Hemd geschurzt, damit mir eine Luftpumpe von Chef mich je hinlässt und ich mir ein paar Mal den Jürgen abmelken kann, bevor die Alte wieder vom Zumba zurückkommt. Bruder, wirklich, ne? Chat, wir müssen es langsam beenden. What the fuck, Bro? Diese Dose, Alter. Es ist wild. Ja, ob wir schreibst du Nein, Cracks, weil du Arschloch? Weil du willst das 50-Minuten-Video davon hochladen. Für extra AdSense. Vollidiot. Alles der liebe Gott, die Deutschen erschaffen hat, wollte er angeben. Leider ist Wetten, das abgesetzt worden, bevor ich meine Saalwette, dass ich alle Nutten aus Recklinghausen am Fußgeschmack erkenne, starten konnte. What the fuck, Bro? Ich hoffe, du genießt deinen Stream. Ich kriege leider nichts mit, weil Opa Heinrichs Hängeklöten im Weg sind. Nicht schlimm, Oma. Danke für die Donation. Hey Kevin, ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich dein Equipment hier verkauft habe und mich nun vom Geld von Edelnutten abmelken lasse. Kuss. Danke, Mike. Wirklich, ich verstehe immer noch nicht, dass Mike hier zugesagt hat. Das macht gar keinen Sinn. Der wird das noch bereuen, der Arsch. Ich würde mir gerne deftig einstuhlen. Und mir danach die Nougat-Schleuse sauber lecken lassen, bis die Popatze brennt. Ich auch. Was soll ich sagen, Mann? Was soll ich sagen? Digga, diese Nicole ist so geil. Robin, was hast du erschaffen, ey? Hey, Kevin. Ausweichen. Hey, Kevin. Schinken, schinken. Sinke, sinken. Lässe, hasse. Lederrate. Okay, alles klar. Morgen auf Arbeit wieder dem Chef auf die 3-Käse-Pizza pissen, dem Hurensohn. Dann haben wir es wieder ins Wochenende geschafft. Wir machen nie wieder die AI-Donations an. Holy shit. Wir machen die AI-Donations nie wieder an. What the fuck, Alter. Außer ich kann irgendwie die Miete nicht zahlen. Dann vielleicht. Bro, man merkt, dass Monto heute nicht online ist, Jungs. Ich sage euch, ich appreciate den Support, aber man merkt es trotzdem. Ich habe das Gefühl, das sind die Donations, die Monto bekommen hätte. Und dann wäre so ein... Prostiggy. Gekommen, you know? Er war online? Ah, okay. Aber dann hat er wieder eine Frau in einem Pack gehabt, dann ist er wieder offline gegangen, oder was ist passiert? Oh nee, eine Frau, ich geh offline. Das war's. Frauen! Diese blöden Frauen! Jo, Lattensau, wagst du es, diese AI-Donations auszumachen, so wahr ich hier sitze, du Hurensohn. Ich hol meine Männer vom Bau und wir besuchen dich heute Nacht. Aware. Bro. Ah. Aber ich sag ehrlich, ich glaube, ich würde lieber meine mentale Gesundheit beim nächsten Mal nehmen, anstatt die Donations. Sag ich ehrlich, Digga. Gut für Mental von dir, gut für Mental von mir. Achso, ist auch gut für euer Mental, wenn ich mal offline bin, oder wie? Ja gut, okay, fühle ich auf jeden Fall nach dem Tag heute, check ich schon. Bin sehr gespannt. Paar Titelideen für das Video vom Stream. Die Papa-Pussy wird gezügelt. Der Erzbischof an Daddys Analschacht. 5 Stunden reine Arschpenetration. Kevin spielt Lies of Pissfotzen. Lattendödel wird von Schleimbiestern gezüchtigt. Entjungferung in 4K. Ja, ich brauch den auch. Immerhin kann ich